Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu, Wassalamu ala Rasulillah. Amawad, liebe Brüder und Schwestern, wir haben heute den 3. Oktober 2018 und wir sind wieder mal in Celle. Ich sage wieder mal, weil wir genau vor einem Jahr, am 24. September 2017, ebenfalls in Celle waren. Und es geht natürlich, ihr habt es dem Titel entnommen, um den sogenannten Abu Wala-Prozess. Wenn ich kurz von Abu Wala-Prozess spreche, meine ich das nicht despektierlich. Der Hauptangeklagte, also der Sheikh Abu Wala bzw. Bruder Abu Wala, hat sozusagen diesem Prozess seinen Namen gegeben. Deswegen Abu Wala-Prozess. Und es geht um ein sehr schwieriges Thema heute, die Kronzeugen und Agenten. Und das eben auch im Zusammenhang mit dem Abu Wala-Prozess. Ein paar Grundlagen haben wir ja in Anführungsstrichen schon gelegt durch dieses Video vom 24.09.2017 im vorigen Jahr. Ihr erinnert euch vielleicht noch daran, als im strömenden Regen wir diesen Vortrag da im Schlosspark, also unweit des Oberlandesgerichts, gehalten haben. Ich war damals noch mit der schweren Beinverletzung aus dem Krankenhaus gerade gekommen, konnte mich also kaum bewegen und es war eine etwas unangenehme Situation. Aber ich denke mal, mit dem Vortrag vom 24.09.2017 sind schon einige Grundlagen gelegt, was so Begrifflichkeiten wie Generalbundesanwalt, Oberlandesgerichtszelle, Generalstaatsanwaltschaftszelle und so weiter betrifft. Nun, lass mich kurz etwas zu der Stelle sagen, wo wir hier stehen. Also es ist jetzt eine, sagen wir mal, ganz andere Stelle als in dem relativ fotogenen Schlosspark. Wir sind hier unweit des Knasts. Hinter mir seht ihr die JVA-Zelle. Die JVA-Zelle ist ja ein Knast aus dem 18. Jahrhundert, einer der ältesten Knäste in Deutschland, der noch in Betrieb ist. Und ich stehe unweit der Aller, also die Aller, der Fluss, der durch Celle verläuft, läuft längs der Knastmauern der JVA. Der Bahnhof ist nur ein paar Schritte von uns entfernt, das ist also doch ein ziemlich markante Stelle hier unterhalb der Eisenbahnbrücke. Ihr werdet also im Verlauf des Videos auch das ein oder andere Zuggeräusch hören, das uns aber nicht stören soll. Ja, ein kurzer Hinweis noch, warum wir nicht näher an die JVA rangehen. Man muss immer Folgendes bedenken, wenn man solche Filme dreht, es handelt sich um Sicherheitsbereiche. Zum Beispiel voriges Mal habe ich ja gedreht unweit der türkischen Botschaft in Berlin. Da habt ihr vielleicht die Patrouillen gesehen. Die deutsche Polizei patrouilliert ja vor der Botschaft regelmäßig und man darf in so ein Gelände nicht einfach reinfilmen. Erst recht natürlich, so war es ja bei dem Atomwaffenlager in Büchel auch so, dass ich quasi zwar auf einem Feldweg stand, der schon relativ nah an dem Gelände dran war, aber auch gerade bei so einer militärischen Einrichtung darf man eben nicht einfach hineinfilmen, in Anführungsstrichen. Und hier in Celle nun ist folgende Besonderheit. Ihr seht ja hinter mir diese Straße, also praktisch diese Verkehrsstraße als Brücke, die so verläuft, dass man von dieser Straße aus quasi in die JVA hineinsehen kann. Also deswegen, wenn wir uns jetzt auf die Brücke hinter mir stellen würden und von dort aus das filmen würden, hätten wir ein Problem,
Und das wollen wir vermeiden, weil es geht ja um das Thema. Ich mache ja hier nicht irgendwelche sozusagen Geländeerkundung. Sicher für die Techniker, die also die Sachen hier aufnehmen, ist das immer eine ziemlich überraschende Angelegenheit, wo ich sie gerade wieder hinführe beim dem jeweiligen Vortrag. Aber im Prinzip kann ja jeder die Stelle, wo wir uns befinden, dann jeweils als Ausgangspunkt für eigene Erkundungen benutzen, wenn es denn von Interesse sein sollte. Also, um es ganz klar zu sagen, links von mir liegt die Aller, hinter mir die JVA und wir sind ein paar Schritte auch nur vom Bahnhof entfernt. Also ein ziemlich markanter Punkt unter der Eisenbahnbrücke direkt beim Bahnhof. Ja, die Situation hat sich folgendermaßen entwickelt. Voriges Jahr, also als ich diesen Vortrag am 24.09.2017 im Schlosspark hielt, war ja 2 Tage vor der Eröffnung des Abu-Wala-Prozesses. Und am 26.09. Erfolgte dann ja diese Prozesseröffnung, die in den Medien zu verfolgen war. Der Abu-Wala-Prozess dauert mittlerweile 1 Jahr, also wir haben die Jahresgrenze sozusagen überschritten. Und was noch wesentlich erschreckender ist, wir haben ja im nächsten Monat, also wir haben ja jetzt Oktober, nächster Monat ist schon der November 2018. Ihr wisst, dass Abu-Wala und die anderen Brüder, die dort angeklagt sind, sind verhaftet worden am 8. November 2016. Mit anderen Worten, diese Angeklagten sind dann schon seit 2 Jahren in Untersuchungshaft. Das muss man sich mal vorstellen, um dieses auch zeitlich einordnen zu können. Und ich werde im weiteren Verlauf des Vortrags natürlich jetzt vor allen Dingen mich dem Abu-Wala-Prozess widmen, möchte aber nicht unerwähnt lassen, dass es eben weitere Prozesse gibt, die im Laufe des Jahres hier eröffnet worden sind. Und zwar findet ja der Abu-Wala-Prozess beim 4. Strafsenat des Oberlandesgerichts statt. Und dann gibt es einen 2. Senat, der sich um Staatsschutzangelegenheiten kümmert. Das ist der 5. Strafsenat, der am 20. April 2018, also in diesem Jahr am 20. April, einen Prozess gegen 3 syrische Brüder eröffnet hat. Der Punkt ist dabei folgender. Diese 3 Brüder, eigentlich waren es ursprünglich 4 Brüder und darin genau liegt auch die Tragik dieses ganzen Geschehens. Am 12. Juni 2017 waren also begleitet von großem Medienecho 4 syrische Flüchtlinge verhaftet worden, und zwar in den Städten Lübeck in Schleswig-Holstein, in Hamburg und in Seevetal und Buchholz in Niedersachsen, aber in Nordniedersachsen, also praktisch an der Grenze schon zu Hamburg. Und diese 4 Brüder sind leibliche Brüder, die aus der Stadt Ras Al Ain, das ist im Gouvernement Hasaka in Nordsyrien, stammen. Und die sind also verhaftet worden mit einem ziemlichen Medienecho. Man hat das als großen Schlag in die Presse gesetzt gehabt und in den anderen Medien. Und 2,5 Monate nach dieser Verhaftung wurde einer der Brüder tot aufgefunden in der JVA Holstenglassie, das ist das Untersuchungsgefängnis in Hamburg, in der Nähe des Justizzentrums Sievekingplatz. Das heißt also, einer von den 4 Brüdern hat diese Gefangenschaft nicht überlebt. Gegen die 3 Überlebenden wurde dann am 20. April, wie ich eben erwähnte, hier in Celle der Prozess beim 5. Strafsenat eröffnet. Und auch da ist es ja immer so, dass zum ersten Tag des Prozesses viele Medien erscheinen und es ja auch als, ja, sagen wir mal, mit großer Genugtuung dann in der BRD verbreitet wird, dass eben solche Prozesse gegen Muslime stattfinden. Was nicht verbreitet worden ist, ist die Tatsache, dass dieser Anklagevorwurf des Generalbundesanwalts, also es ist ja ein auf höchster Ebene verhandelter Fall, dass diese Anklage des Generalbundesanwalts quasi zusammengebrochen ist im Laufe des Prozesses.
Das heißt, Anfang dieses Monats, beziehungsweise wir haben ja jetzt Oktober, also Anfang vorigen Monats, September 2018, sind die drei Gefangenen aus der Haft entlassen worden, Alhamdulillah. Und schaut es einfach mal selbst nach. Nirgendwo in den Medien findet man etwas von dieser Freilassung, geschweige von der Tatsache, dass eben die Anklageschrift da zusammengebrochen ist. Man möchte es eben verschweigen, was da, dass da etwas wirklich schiefgelaufen ist. Und wenn ich nur an den toten vierten Bruder von den vier leiblichen Brüdern denke, ist es wirklich ein Geschehen, was, also man kann nur den Kopf schütteln und es ist so tragisch wie dramatisch. Ich weiß gar nicht, was ich zu so etwas sagen soll. Nun ist ein weiterer Prozess eröffnet worden, und zwar am vorigen Freitag. Ich war am vorigen Freitag hier in Celle, und zwar hat der vierte Strafsenat, der sich ja eben seit über einem Jahr immer dienstags und mittwochs mit dem Abu-Wallah-Prozess beschäftigt, hat der vierte Strafsenat, das ist der Strafsenat unter Vorsitz von Richter Rosenow, einen weiteren Prozess eröffnet, und zwar gegen zwei palästinensische Brüder. Auch diese leibliche Brüder, in dem Fall sogar Zwillinge, die also aus der Stadt Latakia stammen im Syrien. Das sind Palästinenser, die also praktisch in einem, ich will nicht sagen palästinensischen Flüchtlingslager, weil das ist schon so integriert in die Stadt, dass man eigentlich von einem Stadtteil sprechen muss in Latakia, dort aufgewachsen sind und dann geflüchtet sind, hier in die BRD, in Salzgitter gelebt haben und am 12. Dezember vorigen Jahres, also am 12.12.2017 in Salzgitter verhaftet worden sind. Diese beiden Brüder sind noch sehr jung und man wirft ihnen Folgendes vor, und zwar, man wirft ihnen vor, also auf Grafiken, Bildcollagen, würde ich das nennen, sich in einer Weise geäußert zu haben. Das formuliert die Generalstaatsanwaltschaft Celle so, dass der öffentliche Frieden gestört worden sei, dass zu Straftaten aufgerufen worden sei und dass also eine terroristische Vereinigung des Auslands unterstützt worden sei. Mit dieser Anklage sind die beiden Brüder konfrontiert, und man muss sich das also ganz deutlich, also um es auf den Punkt zu bringen, so vorstellen: Es geht um Bildcollagen, die auf einem Telegram, ein oder zwei Telegram-Kanälen verbreitet worden sind, um mehr nicht. Trotzdem sind sie eben als politische Gefangene seit dem 12. Dezember 2017 in Haft, seit vorigen Freitag, 28.09.2018 hier in Celle vor Gericht. Und es ist so, dass die Räumlichkeiten des Oberlandesgerichts es gar nicht mehr zulassen, weil ja die syrischen Brüder, von denen ich eben sprach, aus der Stadt Ras Al Ain, das wird immer donnerstags und freitags verhandelt, die Räumlichkeiten lassen es nicht zu, da noch einen dritten Prozess durchzuführen. Deswegen wird dieser Prozess zum Teil unter erheblichen Sicherheitsvorkehrungen in den Räumlichkeiten des Amtsgerichts Celle durchgeführt. Mit anderen Worten, während wir vor einem Jahr einen Prozess hatten, den Abu-Wallah-Prozess, haben wir mittlerweile drei politische Prozesse, die hier in Celle stattfinden. Also das ist der Prozess gegen Abu-Wallah und die anderen Brüder. Das ist der Prozess gegen die Khalil-Brüder, so heißt die Familie aus der Stadt Ras Al Ain. Und eben der Prozess gegen die Abu-Shukur-Brüder, so heißen die Zwillinge aus Salzgitter. Man sieht also auch schon daran, wie stark sich jetzt diese Repression, die sich in Form von Gerichtsprozessen äußert, eben dann hier auf Celle konzentriert und eben in welcher massiven Form das auch stattfindet. Und nun kommen wir genauer zu dem Abu-Wallah-Prozess nochmal, beziehungsweise diesem Thema Kronzeugen und Agenten, was uns in
diesem Vortrag ja beschäftigen wird. Ich möchte nicht sozusagen hier die Moralkeule schwingen im Sinne von, Kronzeugen sind ja so und so zu bewerten. Ich denke mal, das dürfte völlig klar sein, dass jemand, der als Kronzeuge für die BRD fungiert, den Boden des Islam verlassen hat. Aber darum geht es nicht im Kern. Das sind Selbstverständlichkeiten, die setze ich einfach bei euch voraus, dass ihr das wisst und auch berücksichtigt. Lass es mich mal so formulieren. Um zunächst einmal den Abu Wahla-Prozess überhaupt einordnen zu können, muss man ja Folgendes wissen. Es ist immer schwierig, wenn ein Prozess so lange dauert, wie will man ihn dann überhaupt noch zusammenfassen in ein, zwei Sätzen. Aber lasst es mich so erklären. Der Abu Wahla-Prozess ist ein Prozess, bei dem der BRD-Staat versucht, die Brüder, also Abu Wahla als Nordiraker, den Hassan Hodja als Türken aus Duisburg, den Bruder Abdurrahman als vor allen Dingen auch naturwissenschaftlich, nicht nur theologisch gebildeten Bruder aus Dortmund und einen libanesischen Bruder aus Hildesheim mit Schleusungen in Verbindung zu bringen. Das heißt also konkret, Geschwister dazu motiviert zu haben, nach Syrien bzw. in den Irak zu gehen, um sich dort auf Seiten der Muslime am Krieg zu beteiligen und sogar konkret bei Schleusungen mitgewirkt zu haben. Das ist der Kern, das ist das Thema dieses Prozesses. Nun besteht die Schwierigkeit für die Ankläger in Folgendem. Es ist zwar bekannt, dass beispielsweise Abu Wahla in Seminaren aufgetreten ist, dass also beispielsweise Abdurrahman Unterrichte im Ruhrgebiet gegeben hat, dass Hassan Hodja auch in ähnlicher Form aktiv war und dass die über erhebliches islamisches Wissen verfügen. Aber diese islamischen Vorträge sind ja nicht strafbar. Und man versucht nun seitens des BRD-Staates mit Hilfe von Kronzeugen und anderen die Angeklagten konkret in Verbindung zu bringen mit solchen, nennen wir es mal, Anwerbeversuchen für die Hijra bzw. expliziten Schleusungen. Und da hat sich die BRD meines Erachtens, und nicht nur meines Erachtens, ziemlich verrannt. Das ergibt sich schon allein aus folgendem Gedanken. Es sind so viele Geschwister ausgereist, auf unterschiedlichstem Wege, dass also es einfach konstruiert erscheint, wenn man nun Abu Wahla und seine Brüder als Schleusungsakteure Nummer 1 zum Beispiel darstellt. Und diese Konstruktion wird noch augenfälliger, wenn man sich anguckt, auf welche, in Anführungsstrichen, Zeugen, eben Kronzeugen, sich die BRD stützt. Und hier möchte ich zunächst einmal kurz eine Bemerkung einschieben zu dem Begriff Kronzeuge bzw. Aussteiger. Da muss man nämlich Folgendes unterscheiden. Es wird immer wieder passieren, aufgrund des Drucks, der Repression, sowohl hier als auch in anderen Ländern, dass Muslime im Laufe ihrer Entwicklung entscheiden, sich nicht mehr an der islamischen Bewegung zu beteiligen. Das ist ein ganz normaler Vorgang und das haben wir auch zu akzeptieren, weil es einfach in der Natur der Sache liegt. Der entscheidende Punkt ist nun aber folgender. Wie verhält sich der betreffende Aussteiger oder die Aussteigerin bei diesem Vorgang des Aussteigens? Wird also sozusagen zusätzlicher Schaden angerichtet?
oder wird sich einfach in Anführungsstrichen still zurückgezogen, ohne dass man irgendwelche anderen Personen jetzt in Mitleidenschaft zieht. Ich will das an einem kurzen Beispiel erläutern, damit ihr die Problematik vielleicht besser versteht. Der ein oder andere oder die ein oder andere von euch wird dieses Buch schon einmal gesehen haben. Es ist in jedem Bahnhofskiosk in der BRD erhältlich und es ist von einer in Anführungsstrichen Aussteigerin geschrieben. Hier wird als Autor Mariam A. genannt, Mariam A. Punkt, als Autorin. Ich möchte den Klarnamen nicht nennen, ich weiß den Klarnamen von derjenigen, die das hier geschrieben hat. Es ist eine Koproduktion mit dem Spiegelreporter Christoph Reuter, der ist sehr bekannt. Und dann heißt es hier eben im Untertitel, eine deutsche Aussteigerin erzählt. Also sie erzählt über das, was sie in Syrien erlebt hat. Und nun, dieses Buch, ich will es jetzt hier auch gar nicht weiter bewerten, dieses Buch nennt eine Reihe von Namen. Und zwar Klarnamen. Es wäre nicht erforderlich gewesen. Man kann jetzt spekulieren, dass die Autorin, also diese sogenannte Aussteigerin, sich Vorteile davon verspricht, Namen zu nennen in dem Buch. Aber das ist natürlich ein Einfallstor für die Ermittlungsbehörden. Ich zitiere einmal aus der Seite 56 aus diesem Buch, nur ganz kurz. Sie beschreibt hier, also die Autorin des Buches, die Umm Shahid folgendermaßen. Umm Shahid, die vorher mal Sabine hieß und als Grafikerin in Berlin gearbeitet hatte, ist nicht nur älter als wir, sie ist auch eine so hundertprozentig Überzeugte, wie ich sie in Syrien kaum ein zweites Mal getroffen habe. Wenn man nun einen solchen Satz schreibt und bei klarem Verstand ist, dann weiß man ja, was man tut. Das heißt mit anderen Worten, natürlich die Ermittlungsbehörden der BRD schauen sich so einen Satz sehr genau an und sagen sich dann, aha, diese Sabine muss ja relativ interessant sein. Und es ist ja dann Folgendes passiert. Sabine ist, also Schwester Sabine ist in Haft gekommen bei den Kurden, bei den mit den USA und der BRD verbündeten Kurden im Nordirak. Und ist dann ausgeliefert worden vom Irak an die BRD und am die Auslieferung war im April. Sie hat dann kurze Zeit sich in Baden-Baden aufgehalten, also in Baden-Württemberg. Sie stammt ja aus dem Baden-Württembergischen ursprünglich mal. Ja, und dann ist Schwester Sabine im Juli verhaftet worden und in dem Haftbefehl des Ermittlungsrichters des Bundesgerichtshofs wird genau aus diesem Buch zitiert. Nämlich genau die Stelle, die ich hier vorgelesen habe, eben wird im Haftbefehl zitiert. Ach ja, kannst du das Buch bitte halten kurz? Barkalofi. Ja, das ist ein deutliches Beispiel dafür, wie man eben, wenn man möchte, als in Anführungsstrichen Aussteiger Schaden anrichten kann, indem man andere in den Knast bringt. Und wir müssen ja immer Folgendes auch berücksichtigen. Viele unserer Geschwister sind sehr, sehr jung. Das heißt, sie haben nicht diese Reife, um kontinuierlich zu arbeiten. Sie sind schnell entflammt. Und dann ist es auch nach kurzer Zeit schon wieder vorbei. Das sind Dinge, die wir berücksichtigen müssen. Und zudem ergibt sich eine große Schwierigkeit daraus, dass viele Geschwister eine sehr eingeschränkte Sicht auf die Welt haben. Sie sehen vor allen Dingen sich selbst, vielleicht noch in ihrer Beziehung zu Allah, dem Allmächtigen, aber sie haben kaum eine soziale Komponente. Da wir nicht in einem islamischen Staatswesen leben, kennen wir ja kaum das Gefühl der
sozialen Interaktion mit Muslimen. Wir haben vielleicht den einen oder anderen Bruder, die ein oder andere Schwester in unserem Bekanntenkreis, aber wir kennen ja nicht das Soziale des Islam in seiner wirklich gesellschaftlichen Art und Weise. Und das führt zu einer Haltung, jeder ist sich selbst der Nächste. Und dieses jeder ist sich selbst der Nächste führt zu diesen Katastrophen, wenn Geschwister anfangen, als Kronzeugen zu agieren. Und nun komme ich zum Abu Wahla-Prozess, weil genau da diese Katastrophen dann auch sichtbar werden. Ich habe hier in dem, in Anführungsstrichen, Interview, es war eigentlich ein Gespräch mit dem Bruder, der mich dann, der mir da Fragen gestellt hat, am 18. Januar 2018 über den Verlauf des Abu Wahla-Prozesses gesprochen, zu einem Zeitpunkt, als es vor allen Dingen um die Zeugenvernahme des Anil Oykun ging. Der Anil Oykun ist ja der Kronzeuge im Abu Wahla-Prozess. Der Anil Oykun hat die Entscheidung, als Kronzeuge zu agieren, ja in einem ganz bestimmten Zeitraum getroffen. Und das ist wichtig, dass man diese Dinge dann auch sorgfältig analysiert, um zu kapieren, wo die Gefahr, dass sich jemand dann zum Kronzeugen entwickelt, besonders groß ist. Der Anil Oykun ist ja bekanntlich im August-September 2015 in Richtung Syrien ausgereist. Er ist dann schon im, ich meine, es war Januar, Februar 2016, aus Syrien abgereist, oder geflohen, besser gesagt, und in der Türkei gelandet. In der Türkei aber in Haft gekommen. Und dieses Inhaftkommen, das muss in der Türkei auf ihn dermaßen dann auch gewirkt haben, dass er sich, er ist ja kein, wirklich kein Dummer, im Gegenteil, also ein ziemlich intelligenter, und auch das muss man objektiv einräumen. Kronzeugen sind nicht einfach dumme Menschen, sondern da sind auch sehr, sehr intelligente bei. Nun, die Frage ist ja immer, wofür nutzt man seine Intelligenz? Und Anil Oykun hat dann in Absprache mit bestimmten Anwälten hier aus der BRD Kontakt hergestellt zu dem Landeskriminalamt in Nordrhein-Westfalen. Er stammt ja ursprünglich aus Gelsenkirchen, hatte dann in Aachen eine kurze Zeit lang studiert und hat sich also praktisch, dann hat er diese berühmte Passentziehungssache ja in Wuppertal gehabt. Das heißt also, der hat sich im Nordrhein-Westfalen bewegt und hat dann daran anknüpfend mit dem LKA Nordrhein-Westfalen Kontakt aufgenommen. Und dann kann man sich ja unschwer vorstellen, wie die Entwicklung hin zum Kronzeugen erfolgt. Er möchte Hilfe vom LKA NRW haben, dass die ihn praktisch aus der Türkei rausholen. Und das LKA NRW fragt natürlich umgekehrt, ja, was hast du denn zu bieten? Und das war sozusagen dann, wie es Anil Oykun auch im Prozess genannt hat, die Menükarte. Das heißt also, das LKA NRW hat natürlich das Bestreben, Leute wie Hasan Hoxha, Abu Wahla, Bruder Abdurrahman und so weiter zu belasten und haben den natürlich gefragt, den Anil Oykun, was er denn zu diesem sagen, was er denn da überhaupt zu sagen könnte, nicht zu diesen Angeklagten, beziehungsweise damals ja noch Beschuldigten, als das Ermittlungsverfahren lief. Die Situation war dann folgendermaßen, dass eben man sich offensichtlich darauf geeinigt hat, zwischen dem LKA NRW und Anil Oykun, dass er die Geschwister, also Abu Wahla und die anderen, belastet, indem er von einem Netzwerk spricht und das mit seinem eigenen Ablauf dann in Verbindung bringt.
Man hat dabei aber nicht berücksichtigt, dass Anil Arjun ja ein Mensch war, der schon so weit zur Hijra entschlossen war und deswegen ja ein Passentziehungsverfahren hatte, dass er also gar nicht mehr von irgendwelchen wie Abu Wala und so weiter hätte radikalisiert, in Anführungsstrichen, radikalisiert werden müssen, sondern er war ja schon selbst dazu entschlossen. Und er fiel ja den Ermittlern, als er noch in Deutschland war, durch sein extremes Verhalten derart auf, dass also im Grunde diese Passentziehung, die dann ja im Ramadan 2015 erfolgte, in Anführungsstrichen eine Selbstverständlichkeit war. Und hier liegt meines Erachtens der Beginn der Problematik. Man benutzt also Anil Aykuns Notsituation, nämlich die Haft in der Türkei, um praktisch das auf eine ermittlungstechnisch auf so eine bestimmte Schiene dann zu packen. Und das hat selbst der Vorsitzende Richter hier, der Herr Rosenow, in die Worte gekleidet, dass er gesagt hat, die Ermittlungen wurden doch ziemlich einseitig geführt. Klammern auf, es gibt keinen Zweifel daran, dass Richter Rosenow die Angeklagten hier verurteilen will und wird. Der Punkt ist nur der, dass natürlich selbst ein Rosenow erkennt, dass das ziemlich einseitig ist von den Ermittlungen. Und nun ist ja Folgendes passiert. Der Anil Aykun wurde hier befragt im Prozess und hat zum Beispiel in Abrede gestellt, in Mosul gewesen zu sein. Der Ermittlungsführer des LKA hat sich aber notiert, bezüglich einer Fahrt, die, nachdem der Anil Aykun hier aus der Türkei ausgeliefert worden war, einer Fahrt zum BGH, dass Anil Aykun davon berichtet habe, in Mosul gewesen zu sein. Und das ist zum Beispiel völlig unerklärlich, wie kommen solche Widersprüche zustande. Eine andere Sache ist, selbstverständlich würde ein Anil Aykun doch von seiner Verurteilung in der Türkei erfahren haben. Er ist da meines Wissens zu 6 Jahren verurteilt. Hat dann aber im Prozess hier zunächst so getan, als wüsste er davon nicht, obwohl er eigens einen Anwalt in der Türkei hat, der ihm selbstverständlich davon berichtet hat. Das heißt, in allen Worten, im Laufe des Prozesses, der vielen Vernehmungen hier von Anil Aykun, ist langsam zutage getreten, der Mann lügt. Und ich will das auch ganz präzise ausdrücken. Der Mann lügt natürlich nicht nur, sondern er sagt viele Dinge, die zutreffen. Aber er erwiesenermaßen, er hat eben auch viele Lügen dabei. Und das ist jetzt die Schwierigkeit für den Richter, der ja unbedingt verurteilen will, aber erkennt, auf der Basis eines Anil Aykun alleine kann er die Angeklagten nicht verurteilen. Und dann kam Folgendes, es gibt einen zweiten, der bekannt ist als Kronzeuge, das ist der Harry Sarfo. Harry Sarfo kommt aus dem Raum Bremen, ist, wenn ich das richtig weiß, ghanaischer Herkunft und eben auch in Syrien gewesen. Und es gibt bestimmte Videoauftritte von ihm aus der Zeit in Syrien. Und als er zurückgekehrt ist, hat man ähnlich wie beim Anil Aykun mit ihm nur so einen, ja, ich möchte es fast Pseudoprozess nennen, durchgeführt. Ihr müsst wissen, beim Anil Aykun hat ja der Prozess nur 2 Tage gedauert, also sein eigener Prozess. Ich habe das selbst erlebt. Genauso wie als Kronzeuge hier in Celle trat der Anil Aykun in seinem eigenen Prozess, also mit Perücke geschminkt, einer schweren Bewachung, also wirklich im Verhandlungssaal mit Maschinenpistolen bewaffnete Personenschützer und so weiter auf. Ähnlich erfolgte also bei Harry Saufo ein Prozess, der war jetzt nicht ganz so kurz
wie beim Anil Oykun, aber man hat ihn auch mit Samthandschuhen angefasst. Ja, dann ist dann, also der Anil Oykun ist ja, wenn ich das richtig erinnere, zu 2 Jahren auf Bewährung verurteilt worden. Der Haris Safo in Hamburg dann bei seinem Prozess zu 3 Jahren. Beim Haris Safo ist aber die Besonderheit, der hat noch eine Vorstrafe von irgendwelchen Raubgeschichten von früher und sitzt so insofern sowieso in Haft. Aber man hat ihn eben benutzen wollen für propagandistische Zwecke im Sinne von, in Anführungsstrichen, der Aussteiger, der euch jetzt mal darüber aufklärt, wie das wirklich ist bei den sogenannten Islamisten. Und man hat ihn also relativ milde behandelt. Man hat dann allerdings festgestellt, der Mann lügt. Das führte zu der Reaktion, dass Teile des Apparats ihn nochmal anklagen wollten. Das ging dann aus juristischen Gründen nicht. Er hat also keinen zweiten Prozess in Hamburg nochmal bekommen. Aber Haris Safo tauchte vor wenigen Wochen hier in Celle auf und sollte aussagen. Und das Interessante war nun, natürlich lügt Haris Safo nicht bei jeder seiner Darstellungen. Auch das muss ganz klar gesagt werden. Aber er hat viele Dinge beschrieben aus der Stadt Raqqa, die völlig im Widerspruch dazu stehen, was Anil Oykun vorher geschildert hatte. Das heißt also, der 4. Strafsenat unter Vorsitz von Richter Rosenow ist mit der Situation konfrontiert, vom Anil Oykun, dem Hauptkronzeugen, zu wissen, dass er ein Lügner ist. Also nicht zu wissen, was kann man dem jetzt genau glauben und was nicht. Und dann einen zweiten Lügner zu erleben, nämlich den Haris Safo, bei dem man auch wieder nicht weiß, was ist eigentlich, was stimmt und was nicht. Also eine wirklich sehr kuriose Situation. Wobei übrigens, das auch sehr deutlich gesagt, also der erste genannte Kronzeuge, der Anil Oykun, ist natürlich auf freiem Fuß, natürlich in Anführungsstrichen, also der führt ein Leben im Zeugenschutzprogramm, praktisch mit neuer Identität. Und ja, Einzelheiten will ich da nicht erwähnen. Beim Haris Safo ist es so, dass der sich in Haft befindet. Nicht? Der sitzt ja seine Vorstrafe ab, beziehungsweise eben seine 3 Jahre, zu denen er verurteilt worden ist. Als ob das nicht genug wäre, taucht ein dritter Kronzeuge auf. Und zwar in so einer mehr oder weniger verdeckten Art, und zwar ist das der Yusuf Tanriöver. Der Yusuf Tanriöver ist ein ganz junger Mensch, der verurteilt worden ist vom Landgericht Essen wegen einer Sprengstoffexplosion im Eingangsbereich einer religiösen Institution der sogenannten Sikhs. Ihr wisst, die Sikhs sind eine religiöse Gemeinschaft, die also in Indien vor allen Dingen ihren Sitz hat und die eben auch ihre Gebräuche hier pflegen. Ursprünglich hatte der Täterkreis um Yusuf Tanriöver gedacht, der Ort dort wäre eine hinduistische religiöse Stätte. Ich will das jetzt hier auch gar nicht weiter bewerten, aber ja, man kann es einfach nur als eine richtige Katastrophe bezeichnen, wie da jüngere Leute auf ja, eine religiöse Stätte losgegangen sind, die ja in keiner Weise irgendwie Muslime angreift oder gegen Muslime agiert. Jedenfalls ist der im Landgericht Essen zu einer, wenn ich mich richtig erinnere, dass die Strafe liegt ungefähr bei 7 Jahren oder sowas, verurteilt worden. Und da war nun die Besonderheit, dass seine Mutter, die Mutter vom Yusuf Tanriöver, noch vor der Verurteilung ein Buch veröffentlicht hat unter dem Titel Mein Sohn, der Salafist. Das ist 2016 erschienen.
Sie hatte übrigens auch ihren Sohn dazu veranlasst, sich der Polizei zu stellen. Das heißt also, das ist eine Kette, möchte man sagen, katastrophaler Umstände insgesamt, was sich da abgespielt hat. Und dann hat er auch noch einen Boulevardanwalt, der also auch jenseits sozusagen von dem ist, was man empfehlen kann und so weiter und so fort. Und dieser Yusuf Tranireöwe hat sich jetzt während seiner Haft gedacht, er könne doch auch mal Kronzeuge spielen im Abu-Wala-Fall. Und hat also, wenn ich das richtig erinnere, Anfang dieses Jahres vor allen Dingen, also Januar, Februar 2018, die Polizei zu sich in die JVA gebeten. Er sitzt ja in Nordrhein-Westfalen in Haft, in einer Jugendhaftanstalt oder für Heranwachsende, muss man ja auch genau sagen, und hat dort umfangreiche Aussagen gemacht. Umfangreiche Aussagen, in denen er behauptet, er sei also von Abu-Wala radikalisiert worden, beziehungsweise auch anderen da des Ruhrgebiets, vor allen Dingen dem Hassan Hodja und so weiter und so fort. Und dann war natürlich die Frage, taucht dieser Yusuf Tanriöwer hier auf? Das Kuriose ist folgendes, Yusuf Tanriöwer merkte, während er den Polizisten, also ist ja auch wieder LKA NRW, seine vermeintlichen Erkenntnisse berichtet, dass eigentlich gegen ihn möglicherweise ein eigenes Verfahren wegen terroristischer Vereinigung droht. Dann wiederum hat Tanriöwer entschieden, dass er nicht aussagen wird hier im Prozess in Celle. Ja, also auch da sehen wir diese Situation, dass ein junger Mensch, der in Haft ist, übrigens der Anil Oykun war, als er in der Türkei in Haft war, auch noch sehr, sehr jung. Also das sind Leute, die sind irgendwie um die 20, also knapp unter 20 im Fall Tanriöwer, knapp über 20 im Fall Anil Oykun damals. Entscheiden, indem sie sich Vorteile erhoffen, Kronzeuge zu spielen. Und dann mit einer Mischung aus Wahrheit und Lüge operieren. Und ich nenne einen vierten Kronzeugen. Und zwar ist, den möchte ich mal sagen, das ist ein Kronzeuge, der schon im ersten Anlauf gescheitert ist. Und ihr werdet vielleicht ein bisschen überrascht sein. Das ist der fünfte Angeklagte dieses Prozesses. Also ich sagte euch ja, Hauptangeklagter Abu-Wala, dann Hassan Hodja, Bruder Abdurrahman und der Libanese, der angeklagt ist. Und dann gibt es ja den fünften Angeklagten in dem Prozess hier beim vierten Strafsenat. Das ist der Ahmed Fifin Yusuf, ein Mensch kamerunischer Herkunft, also aus Kamerun, der sich leider von einem, ich nenne es Wald- und Wiesenanwalt, hat beraten lassen und sich im Prozess distanziert hat von den anderen Angeklagten. Das müsst ihr euch so vorstellen, der hat jetzt nicht unbedingt wie ein Anil Oykun stundenlange Vorträge gehalten gegen die Angeklagten, sondern sich sehr pauschal distanziert und gewisse Sachen auch eingeräumt. Das hat deswegen ein Gewicht, weil natürlich ein Mitangeklagter, der sich von den anderen Angeklagten distanziert, seitens des Gerichts sehr stark benutzt werden kann. Aber auch da passierte Folgendes. Richter Rosenow und Co. merkten, und das haben sie ihm auch vorgehalten, an einer bestimmten Beschreibung eines Vorgangs, dessen Details ich hier nicht erwähnen möchte, hat er gelogen. Das heißt, auch da wieder derselbe Effekt, nur, ich sag mal, in so einer Light-Version, denn im Grunde, Ahmed Fifin Yusuf sagt jedenfalls in der momentanen Prozessphase nichts weiter aus und merkt, ich gehe mal davon aus, dass er es gemerkt hat inzwischen, dass der Weg, den ihm sein Wald- und Wiesenanwalt da ebnen wollte, nicht zum Ergebnis geführt hat. Natürlich
Man kann das verstehen, in Anführungsstrichen, also verstehen wirklich in ganz vielen Anführungsstrichen, dass also jemand, dem ausländerrechtliche Konsequenzen bei einer Verurteilung drohen, dass jemand überhaupt, der in Haft ist, natürlich unter Druck steht und die Versuchung groß ist, Kronzeuge zu spielen. Aber dieses Desaster, dieses vollkommene Desaster, also praktisch Kronzeuge sein zu wollen und dabei dann aber zu scheitern, sieht man im Beispiel Ahmed Fifin Yusuf. Ja, ich möchte euch weitere Fälle nennen. Vielleicht euch noch den Hinweis geben, lasst mich das mal so formulieren. Man muss diese Kronzeugen persönlich erleben. Das ist immer am besten, um überhaupt den Typus beurteilen zu können. Und man muss eben auch einen langen, sehr, sehr langen Atem haben bei diesen Geschichten. Ich weiß nicht, wie der Abu Wala-Prozess konkret weiter verläuft. Das weiß sicher noch nicht mal Richter Rosenau. Ich weiß einige Details, um welche Zeugen sie sich jetzt weiter bemühen. Also sie wollen natürlich weitere Leute sozusagen an Land ziehen, die möglicherweise Aussagen machen. Aber ich kann euch nicht sagen, wie das sich weiterentwickeln wird. Das ist also in Anführungsstrichen eine sehr spannende Sache noch. Und deswegen die Aufforderung an euch, habt den Abu Wala-Prozess im Blick, verfolgt das, soweit ihr das könnt. Und es gibt eben da immer wieder mal neue Wendungen und achtet darauf. Ich möchte nun ein paar weitere Namen nennen, die deutlich machen, zu welchen Verwicklungen, man möchte fast sagen absurden Verwicklungen, das sogenannte Kronzeugentum führt. Es gibt den Harun Pashtun. Den Harun Pashtun aus dem Münchner Raum, den manche von euch ja in Erinnerung haben werden als einen sehr temperamentvoll auftretenden, was jetzt also islamische Sachen angeht. Er ist dann nach Syrien gegangen, zurückgekehrt, inhaftiert worden. Und die Kuriosität dabei ist folgendes. Er ist vom Oberlandesgericht München wegen einer eher randständigen Beteiligung an Planungen des muslimischen Widerstands zur Erstürmung des Gefängnisses in Aleppo zu 11 Jahren Haft verurteilt worden. Eine sehr hohe Strafe. 11 Jahre Knast hat er bekommen, obwohl er sich entschieden hat, im Verlauf der Haft Kronzeuge zu spielen in einer Fülle von Verfahren gegen andere Brüder. Ich bin also dem Harun Pashtun in den Gerichtssälen von Düsseldorf, Frankfurt, wo war es sonst noch? Ich meine, ihn auch in Berlin gesehen zu haben. Ich habe ihn bei X gelegen, mehrfach in Düsseldorf, bei ganz verschiedenen Prozessen. Immer wieder bin ich dem begegnet. Der hat so viele Geschwister praktisch in den Knast gebracht, kann man sagen, und hat trotzdem 11 Jahre bekommen. Also das ist ein vollkommen kurioser Fall, bei dem einem die Spucke wegbleibt. Das glaubt man nicht. Also denkt ja nicht, das läuft immer so wie bei Anil Oykun, 2 Jahre auf Bewährung und dann ist sozusagen Schicht im Schacht. Nee, der hat wirklich 11 Jahre und die JVA Straubing, wo er die verbringt, ist ja nun auch wirklich einer der härtesten Knäste in der BRD. Ein weiterer Fall, auch vollkommene Kuriosität, Nils Donat. Ihr erinnert euch, den Nils Donat ist einer aus dem, der hatte also Kontakte vor allen Dingen dann zu der sogenannten Lohberger Gruppe, ist eben nach Syrien gegangen, hat dort eine Zeit verbracht, ist zurückgekehrt, verhaftet worden
verurteilt worden. Er hat während des Prozesses von seinen Erlebnissen berichtet und hat gemeint, er würde vor allen Dingen, wenn er so wie der islamische Widerstand sich sicherheitsmäßig organisiert, das wären besonders wertvolle Infos für den Staat. Er hat trotzdem eine Haftstrafe bekommen, die also jetzt, ich weiß nicht, Größenordnung irgendwie was wie 4 Jahre, ich will mich da nicht festlegen. Und das Kuriose ist jetzt Folgendes, obwohl er diese umfangreichen Aussagen getätigt hat im Prozess, das war also im Oberlandesgericht Düsseldorf beim 6. Strafsenat unter Vorsitz von Richterin Havlitzer damals, bekommt er jetzt einen weiteren Prozess. Er ist nochmals angeklagt. Das heißt also, er hat sich praktisch mit seinen eigenen Aussagen selbst dann reingelegt. Und ich nenne euch einen weiteren Namen, der auch von Kuriosität kaum zu überbieten ist. Und zwar ist das der Saleh Al-Ghadbaan. Entschuldigt bitte, wenn ich das falsch ausspreche möglicherweise, aber dieser Mensch hat sich als Flüchtling, der in der BRD lebte, in Paris der Polizei gestellt und hat dort in Paris angefangen, Geschichten zu erzählen. Also über alle möglichen Planungen von militanten Aktionen, die also irgendwelche Flüchtlinge durchführen würden im Laufe der Zukunft. Und dann passierte Folgendes. Es wurden einige verhaftet, tatsächlich Flüchtlinge. Man hat mit diese Flüchtlinge zusammen mit ihm dann angeklagt im Oberlandesgericht Düsseldorf. Auch das unter Vorsitz von Richterin Havlitzer, anklagende Behörde, in dem Fall die Generalbundesanwaltschaft, also höchster Ankläger in der BRD. Und dann erklärte der Saleh Al-Ghadbaan im Prozess plötzlich, dass das so nicht stimmt, die beiden Mitangeklagten seien unschuldig. Die mussten dann auch freigelassen werden. Das heißt, der hat dann natürlich von Richterin Havlitzer befragt, mal darauf antworten müssen, warum haben Sie denn gelogen? Und da hat er Folgendes erklärt. Er hat gesagt, ja, ich hatte mir erhofft, dass die BRD viel sozusagen offener und angenehmer mit mir verfährt, mich nicht etwa in den Knast steckt, sondern mir doch ein Haus, einen Job und möglichst viel Geld anbietet. Das hatte er erwartet, sozusagen als in Anführungsstrichen Belohnung. Und bei ihm ist eine wirklich, man muss es schon sagen, teuflische Mischung. Er hat einige belastet, die mittlerweile verurteilt worden sind in anderen Prozessen. Er ist selbst verurteilt worden, Größenordnung, ich glaube irgendwie sowas wie 7 Jahre auch. Frau Havlitzer, die Richterin, hat diesen Prozess noch nicht mal zu Ende geführt gegen den Saleh Al-Ghadbaan, sondern ist ja Justizministerin in Niedersachsen hier geworden. Man muss ja bedenken, sie ist die politisch erste Person, was hier den Vorgang in Celle, Stichwort Abu-Wala-Prozess, Prozess gegen die Khalil-Brüder, Abu-Shukur-Prozess betrifft. Und die beiden anderen, die dann freigelassen worden sind, sind zum Teil jetzt mittlerweile dann abgeschoben worden und so weiter. So geht das alles seinen Gang. Also auch hier ein vollkommen kurioser Vorgang. Jemand, der also im Gerichtssaal zugibt, dass er sozusagen sich verrechnet hat bei der Kronzeugentätigkeit. Und ich nenne euch kurz noch ein paar Namen. Ich will das wirklich nur ganz kurz machen. Erinnert euch an Ismail Issa? Ich habe Ismail Issa im Oberlandesgericht Stuttgart erlebt, also auch ein Syrien-Rückkehrer, der bei einer erneuten Ausreise verhaftet wurde. Ismail Issa, bei ihm haben sie doch tatsächlich BTM, also Drogen, auf dem Rücksitz im Auto gefunden beim Ausreiseversuch und ein sehr medikamenten- und phasenweise von Drogen abhängiger Typ, der im Prozess in Stuttgart zunächst einmal
ja, ein paar Aussagen machte, sich dann immer weiter vergaloppierte und dann während seiner Haft Abu Adam belastete. Und er hat dann die zwei Drittel Entlassung bekommen, indem er eben Abu Adam im Prozess dann als Kronzeuge in Düsseldorf belastet hat. Und ihr wisst ja, Abu Adam ist bis heute in Haft. Ja, dann ein anderes Beispiel, Dominik Schmitz. Dominik Schmitz, ein Mensch, der ja eigentlich keiner Erwähnung bedürfte. Er hat halt mithilfe eines Ghostwriters, dessen Namen ich hier nicht nenne, das Buch »Ich war ein Salafist« geschrieben, wird sehr gerne in Medien vorgeführt als sozusagen einer, der dann vor den Salafisten warnen kann. Aber insgesamt, er stammt ja aus der Mönchengladbacher Szene. Der Dominik Schmitz ist jemand, der also weder in Haft war, beziehungsweise eigentlich auch nicht viel zu sagen hat. Ja, und dann gibt es noch einen Fall, den kann man vor allen Dingen, ihr hört es, es ist hier eine Eisenbahnbrücke, also das ist, es ist tatsächlich Eisenbahnverkehr, auch am 3.10. in Celle. Ja, ich komme jetzt noch kurz zu dem Fall des Ehren Retsperlik. Ehren Retsperlik ist ein Krimineller, in dem Sinne, dass er also wegen krimineller Handlungen verurteilt worden war, dann aus dem Knast kam. Und ich habe von einem Anwalt den Hinweis bekommen, dass dieser Ehren Retsperlik eben Anschluss sucht, in Anführungsstrichen. Und ich habe ihn dann gebeten, weil ich ja auch immer wenig Zeit habe, ich habe ihn einfach gebeten, den Ehren Retsperlik, ob er nicht vielleicht den Abu Adam-Prozess besuchen könnte, damals in Düsseldorf, oder den Prozess gegen den Timo Beik, wir haben ihn immer Onkel Timo genannt. Ja, und da gab sich der Ehren Retsperlik dann schon in Anführungsstrichen als Mitarbeiter, so bezeichnet er sich wirklich, als Mitarbeiter von Falk News aus oder Falk Nachrichten, was natürlich völlig grotesk ist. Wenn ich die Möglichkeit hätte, Leute anzustellen, dann würde ich mit Sicherheit ein anderes Leben führen können. Jedenfalls tauchte der Ehren Retsperlik ja vor einigen Wochen in der Sendung Markus Lanz auf, als Vorzeigeaussteiger, eine vollkommen groteske Situation. Ich weiß nicht, aus was Ehren Retsperlik da aussteigen will oder wollte. Jedenfalls ein eigentlich menschlich bemitleidenswerter, der aber zu staatlichen Zwecken benutzt wird. Das muss man ganz deutlich sagen, beziehungsweise sich benutzen lässt. Und man sieht also, wir haben ein ganzes Spektrum vom intelligenten Anil Oykun, der sich als Lügner entlarvt, bis zur Tragik des Ehren Retsperlik, sozusagen ein Spektrum von Fällen, die jeder individuell zu betrachten sind. Und ich komme nun zum Begriff anti-islamische Agenten noch kurz. Denn hier, das muss man unterscheiden. Ich habe ja eben von Kronzeugen oder bisher jetzt von Kronzeugen gesprochen. Bei den anti-islamischen Agenten haben wir eine etwas andere Situation. Anti-islamische Agenten sind ja Personen, die also praktisch vom Staat wie in einem Arbeitsverhältnis beschäftigt werden. Wir haben hier also eine ganz andere Situation als bei den Kronzeugen. Die Kronzeugen sind ja Personen, die sich Vorteile erhoffen in ihrem eigenen Strafverfahren oder die sich eben die ein oder andere Äußerung machen, aber ja keine sozusagen feste Verbindung erstmal mit dem Staat haben. Die anti-islamischen Agenten sind Personen, die vom Staatsschutz, also polizeilich, oder vom Verfassungsschutz, also Geheimdienst, regelrecht beschäftigt werden. Muss man sich vorstellen wie Staatsangestellte. Ich nenne ein Beispiel. Die sogenannte VP01, die auch hier im Abu-Wala-Prozess eine große Rolle spielt. Die Vertrauensperson 01, deren Name, deren Klarname also nicht genannt wird und die auch nicht persönlich
im Prozess erscheinen muss. Das ist also auch eine Sache, die ist sehr bedenklich. Es werden die Aussagen der VP01 gegen Abu Wala und die anderen Angeklagten in den Prozess eingeführt, aber die Person als solche taucht nicht im Prozess auf. Das ist jemand gewesen, der also, das haben die Ermittlungsführer berichtet, viele Jahre schon für verschiedene Arbeiten, gerade im Bereich der Drogenszene und so weiter, als V-Mann tätig gewesen war und der dann eigentlich die Aufgabe hatte, kurioserweise, den Anil Oykun und dessen Umfeld mal aufzuklären. So haben sie, hat der seinen Einstieg gehabt und daraus hat sich dann im Grunde diese V-Mann-Tätigkeit auch gegen Abu Wala und so weiter ergeben. Also das ist sozusagen ein Beiprodukt. Aber man kann in keiner Weise beurteilen, weil man ihn ja nicht befragen kann, diese VP01, die Glaubwürdigkeit also hinterfragen kann. Insofern ist das alles ziemlich in der Schwebe, was die VP01 betrifft. Ein anderer Name, den ich euch nennen will, Irfan Peci, den habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, den Namen. Der Irfan Peci ist jemand, der ein Buch geschrieben hat, und zwar ein Buch unter dem Titel Der Dschihadist, Berichte aus einer dunklen Welt. Das ist im Heine Verlag im Jahre 2015 erschienen. Der Irfan Peci ist ein Mensch, der in Haft war wegen eines kriminellen Delikts. Also, wenn ich recht erinnere, ging es da um einen Überfall auf einen Handyladen. Und der also dann in Haft saß, der stammt ja aus Weiden in der Oberpfalz, also in Bayern. Und der Irfan Peci ist dann besucht worden während dieser Haft und praktisch angeworben worden, in Anführungsstrichen, vom Verfassungsschutz. Und der Verfassungsschutz hat also da dann erfolgreich angeworben. Das heißt also, im Grunde ist daraus dann ein Auftrag entstanden. Das heißt also, der Irfan Peci hat nach der Haft, die dann also auch verkürzt wurde natürlich, begonnen, die sogenannte islamistische Szene auszuspionieren. Und ist dabei wohl auch relativ erfolgreich gewesen, denn es hat ziemlich lange ist er tätig gewesen auf diese Art und Weise. Und der Irfan Peci ist ja bis heute im Bereich, also Aussteiger und also dieser Bereich aktiv. Also auch hier haben wir quasi ein Anstellungsverhältnis. Und der dritte Name, den ich nennen möchte hier, ist der Lorenz Liesner. Der Lorenz Liesner ist jemand, der also von ungefähr 2008, 2010 bis vor kurzem für den Verfassungsschutz gearbeitet hat. Der Lorenz Liesner spielt eine Rolle im Prozess gegen zwei marokkanische Brüder in Düsseldorf. Der Lorenz Liesner hat sogar seine in Anführungsstrichen Konvertierung gefaked. Das heißt also, ein Video drehen lassen, seinerzeit mit Abu Naji zusammen, also so getan, als ob er zum Islam konvertiert sei. Er ist sogar mit Brüdern nach Ägypten gereist. Das ist juristisch hoch umstritten, inwieweit er als Verfassungsschutzagent dann auch im Ausland tätig sein durfte. Eine Tätigkeit, die ja normalerweise dem BND vorbehalten ist, im Ausland tätig zu werden. Der also, wenn man den Lorenz Liesner erlebt hat, und ich hatte ja das in Anführungsstrichen Vergnügen, also ein Mensch, der stark an körperlichen und auch teilweise psychischen Gebrechen leidet. Man könnte sich kaum vorstellen, dass so ein Mensch vom Geheimdienst eingesetzt wird. Aber eben auch so ein Typ spielt da eine Rolle. Und ich erwähne die VP01, den Irfan Peci und den Lorenz Liesner eben vor allen Dingen deswegen, weil man sie unterscheiden muss aufgrund ihres Angestelltenverhältnisses von
den sonstigen Kronzeugen, die also mehr oder weniger aufgrund einer bestimmten Situation heraus diese Tätigkeit dann ausüben und dann teilweise im Zeugenschutzprogramm leben, aber eben auch nur teilweise. Also völlig überraschend ist dieser Lawrence Liesner, der hat also, der ist ja im Düsseldorfer Prozess aufgetreten, ohne jeglichen Personenschutz, auch nicht wie Anil Oykun irgendwie im Äußeren verändert. Das sind Dinge, die also nur schwer zu durchschauen sind, warum es in einem Fall so läuft, im anderen Fall so. Ich will damit nur sagen, man kann das Ganze nicht über einen Kamm scheren. Es ist jeder Fall da individuell. Ich komme zum Abschluss und möchte da noch eine spezielle Person erwähnen, die immer wieder genannt wird. Es geht um den Sabri Ben Abda. Es kocht ja immer mal wieder die Frage auf, die dann auch an mich herangetragen wird, ob dieser Mensch möglicherweise irgendwie eine V-Mann-Tätigkeit oder Ähnliches ausüben könnte. Und ich möchte das folgendermaßen beantworten. Im Grunde ist die Frage, ob Sabri Kontakt zu Geheimdiensten oder Staatsschutz hatte oder hat, relativ uninteressant, weil aufgrund seiner verheerenden Persönlichkeitsstruktur solchen Typ sowieso nichts in einer seriösen islamischen Bewegung zu suchen hat. Ich will das ganz deutlich in dieser Weise formulieren. Es gibt leider Personen, die aufgrund ihrer Eigenschaften, ihrer vor allen Dingen charakterlichen Defizite, in der islamischen Bewegung keine führende Rolle spielen sollten, weil sie einfach mehr Schaden anrichten als Nutzen, als das Ganze Nutzen haben könnte. Ich will nicht bestreiten, dass manche große technische Fähigkeiten haben oder sich erlernt haben. Aber was nützt es, wenn alle möglichen Personen in den Dreck gezogen werden durch quasi Karikaturen, durch Grafiken der abstrusesten Art? Da mag der ein oder andere Funken wahr sein bei, aber was soll es auf diese Weise zu agieren, alles Mögliche sozusagen wie so eine Abrissbirne zu zerstören? Das passt nicht zu einer seriösen islamischen Bewegung. Und darauf müssen wir achten. Wir müssen darauf achten, dass diejenigen, mit denen wir uns umgeben, eine gewisse Stabilität und Kontinuität haben, eine gewisse Reife. Und wir dürfen nicht vergessen, der Islam ist dazu gedacht, dass wir Allah dienen und uns in unserem Charakter und unseren Eigenschaften veredeln. Und wir sind nicht hier auf irgendeinem, in Anführungsstrichen, Abenteuertrip, wo man dann die wirklich skurrilsten Propagandamittel einsetzen könnte, sondern da sollten klare Kriterien angewendet werden. Und deswegen, ich kann nur vor Sabri Ben Abda warnen. Ich habe zu ihm keinen Kontakt und jeder kann es sicher selbst entscheiden, ob er Kontakt zu ihm haben möchte. Aber ich will zumindest meine Pflicht getan haben, dass ich vor ihm warne. Lass mich zum Abschluss noch Folgendes erwähnen. Manche glauben ja, dass sie durch ein besonders taktisch geschicktes Verhalten, Stichwort Integration, Fortkommen auch in der Karriere, Konsumverhalten und so weiter, sich Vorteile verschaffen könnten als Muslime. Denkt immer an folgende Situation vor 100 Jahren zurück. Im Ersten Weltkrieg 1914 bis 1918 haben 80.000 jüdische Deutsche für das Deutsche Reich gekämpft als Soldaten. Von denen sind 12.000 gestorben. Ihr wisst, was dann im Laufe der Weimarer Republik, wie die Juden allmählich an den Rand gedrängt wurden, dann ab 1933 das Land verlassen mussten,
beziehungsweise erstmal nach Osteuropa abgedrängt wurden, in die Vernichtungslager kamen und so weiter. Das war ist ein wirklich dramatisches Lehrstück dafür, dass es nichts bringt, sich in einem solchen Land hier quasi anzubiedern, sich als willfährig zu erweisen, denn so etwas gibt ein böses Erwachen. Und deswegen, Geschwister, versucht selbstbewusst den Islam zu leben und auf eine Weise zu praktizieren, die Allah dient und die der Umma dient und mit der ihr euch auch selbst den Weg in die Glückseligkeit in Al-Akhirah nicht verbaut. Barakallahu fikum für die Aufmerksamkeit.